So, zweiter Teil von Loki, jetzt der E-Gitarrenteil. Wir sind in Drop C-Tuning und wir haben das Intro-Riff. Da haben wir geendet. Dann kommt Power Chord, zweiten Bund. Das wäre dann ein D. Dann haben wir das offene C. Dann haben wir dritter Bund und fünfter Bund. Zweiter Bund, vierter Bund. Hoffen das C, zurück zum D. Das ist unser Intro-Riff. Da bleiben wir dann. Und bevor es in die Strophe geht, kommt dann. Das ist ganz cool. Offenes C. Zweiter Bund. Dritter Bund. Zweiter Bund. Offen. Finde ich sehr cool. Dann kommt die Strophe. Das ist die eine Gitarre. Achter Bund. Acht, sieben, fünf. Dann zwei Power Chords. Zehnter Bund und spielen dann hier auch einen Power Chord. Daraus besteht dann das Riff. Ups. Da 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 da. Dann kommt dieses etwas härtere Riff. So höre ich es ungefähr. Jetzt komme ich immer durcheinander, weil mich das an so einen Riff von Subway to Sally erinnert. Ja. So müsste es ungefähr stimmen. Und dann kommt der zweite Teil der Strophe. Da spielt die eine Gitarre nach wie vor. Und die andere Gitarre, die spielt dazu so eine Harmonie. Das hört sich echt gut an. Das erinnert mich so ein bisschen an In Flames, Amon Amarth, so ein bisschen. Passt ja auch zum Song. So ein Band am Ende. Da 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 da. Zurück zu diesem härteren Riff. Genau, und dann vor dem Refrain haben wir nochmal beide Gitarren, die das so in Harmonie spielen. Und so. Und dann haben wir den Chorus. Der geht dann. Wow, what could I get to? Auf das C. Wow, fünfter Bund. Wow, what's the defensive? Wow, what could be fight? Power Chord, der natürlich kein A ist, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und zum C kommen wir dann. Ja.
And die Kräuter, wow, Lämmen der Götter, wow, ich bin die Freiheit, die euch bringt. Ich bin euch Feuer, wow, das Ende der Götter, wow, ich bin Loki. Da enden wir dann. Ich verbrenne die Welt. Zurück zu unserem Intro-Riff. Mhm. Dann haben wir vor dem zweiten Refrain diesen ganz coolen Teil. Da wird es ja dann so ein bisschen leiser, wo sich das so steigert. Da haben wir 7. Bund, 10. Bund. Das ist dann hier der 8. Bund. Nur noch einen Part, da spielen wir so Oktavgriffe, also die eine Gitarre und dann gibt es hier auch wieder die Harmonie, weil die andere spielt das dann entsprechend tiefer. Die spielt dann... Ja, nein. So geht's. Und die andere macht... Genau, und von da geht's wieder in den Chorus. Ich bin Loki, ich verbrenne die Welt. Zurück zum Intro-Riff. Ich bin Loki, ich bin Loki, ich verbrenne die Welt. Mhm. Ja, cooler Song. Am meisten mag ich diese Harmonien. Ja, ziemlich cool. Gerne mehr davon. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und ja, sehen wir uns vielleicht mal irgendwo auf meinem Kanal.